Was es auch noch gibt, ist, dass man hier so eine kleine Spirale reinmacht. Das macht man ab und zu. Meistens bei diesen sieht man es sehr oft. Ja? Ihr könnt es natürlich bei allen Formen machen, wie ihr wollt. Ja? Und dann, oder einfach mal nur einen Punkt, der dann an dieses Innere mit dem Rand anschließt. Oder ja, es gibt viele Effekte, ja, bei denen ihr könnt wirklich wählen, ja. Am besten ist ihr euch eine Zusammenfassung an. Ihr könnt natürlich auch kombinieren. Ihr könnt diese Schraffierung da machen, also dieses Verwischen. Dann den Rand wieder fett machen. Und hier zum Beispiel dann einfach ein Punkt oder eine Spirale, wie ihr wollt. Nur was ich euch nicht empfehlen würde, ist oben eine Schraffierung zu machen und unten auch. Das sieht einfach nach nichts aus. Ja, also das würde ich euch nicht empfehlen. Sonst könnt ihr alles quer durchkombinieren, aber das mit oben und unten schattieren ist so eine Sache.